Freunde, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein weiteres nicht so schönes Video. Und zwar ist ein kleiner Junge, also Anton, leider krank geworden. Ich habe heute Morgen einen Anruf von seiner Mom bekommen, denn eigentlich waren wir heute zum Aufnehmen verabredet. Ihr habt das Video von gestern gesehen, dass Anton verschwunden war. Tatsächlich war die Hintergeschichte, warum Anton auch gestern noch nichts mit mir aufgenommen hat, einfach weil seine Mom schon die Befürchtung hatte, dass Anton krank wird, und deswegen hat sie mich heute Morgen angerufen. Hey, Freunde, Antons Mom ruft gerade an. Die hat mir auch gerade schon gesagt, dass irgendwas mit Anton ist. Hallo, hier ist Kevin. Hallo Kevin, ich bin's, Angelina. Ja? Du Kevin, schlechte Nachricht. Der Anton ist total krank. Der ist ganz doll erkältet und angeschlagen. Er wird heute kein Video mitdrehen können. Oh, okay. Was hat er denn? Weißt du das? Ja, im Moment hat er ganz doll Schnupfen und ist total erkältet und ganz schlapp. Und ja. Ja. Okay, ja, dann wünsche ich ihm schon mal gute Besserung von mir. Weißt du, wann er dann wieder fit ist? Leider noch nicht. Wir müssen das jetzt erstmal abwarten und dann gucken wir mal. Vielleicht telefonieren wir sonst morgen nochmal und dann wissen genaueres, oder? Ja, nee, ich melde mich später nochmal bei dir. Ich habe vielleicht eine ganz gute Idee. Okay. Alles klar, danke für die Super. Info. Alles klar. Bis ciao, dann. Ciao. So, und ich bin tatsächlich jetzt einfach mal zu Smith Toys gefahren, weil ich mir gedacht habe, wenn Anton jetzt schon mal krank ist, dann muss ich ihm eine Überraschung machen. Und diese Überraschung mache ich ihm heute nicht alleine, denn ich habe mir tatkräftige Unterstützung mit dazu geholt. Und zwar von einem anderen Zuschauer, mit dem ich auch schon ein paar Sachen gemacht habe. Und zwar Konstantin, komm ans Bild. Moin! Ja, Freunde, Konstantin war schon beim letzten Suchen und Verstecken mit dabei im Mediamarkt. Und es werden auch demnächst noch ein paar coole Videos mit Konstantin kommen, wo er mit dabei ist, wo Anton mit dabei ist. Und du musst mir jetzt heute helfen, weil ihr euch ja auch schon ganz gut kennt. Und wir müssen Sachen für Anton suchen. Ja. Wir suchen ihm jetzt hier eine Sache im Smith Toys. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Ja. Auf geht's. Komm. So, Konstantin, wir sind jetzt hier im Smith Toys drin. Hast du schon eine Idee, was wir Anton denn hier schenken könnten? Oh, vielleicht so einen Zockautomaten oder so einen Mario-Block da. So ein Mario-Block? Oder so ein Creeper-Gesicht. Ich glaube, du kannst dich ja auch noch dran erinnern. Anton feiert diesen Automaten. Den habe ich mir gestern schon angeguckt. Da war auch, ich habe ja gestern, war ja Anton verschwunden. Das hast du noch nicht gesehen, das Video. Aber, Freunde, den Automaten feiert Anton. Aber guck mal, wie viel kostet der? Der ist viel zu teuer. Der kostet 350 Euro. Oh, das stimmt, Freunde. Deswegen, du hast gesagt, so ein Mario-Block da oben. Oder diese Pflanze. Oh, die sieht cool aus, ne? Spielt Anton viel Minecraft? Anton spielt mehr Fortnite. Hast du eine Idee für Fortnite? Lass uns mal zu den Fortnite-Waffen vielleicht gehen. Wo sind die? Das sind die Nervschachten, komm. Okay, Freunde, Konstantin läuft schon mal vor. Die Fortnite-Waffen müssten, glaube ich, da in der Abteilung sein. Ah, nee, falsch. Hier sind die nicht. Konstantin, die sind da vorne. Oh. Wir müssen dahin, Freunde. Da sind Actionfiguren und Nerfs. Und ich glaube, da sind wir schon mal ganz richtig. Hier gehen wir einfach mal direkt rein. Ja, und Konstantin, hier. Ich habe mir auch schon mal überlegt, die ganzen Zuschauer, was sollen die jetzt mal in die Kommentare schreiben, dass Anton wieder besser geht? Gute Besserung an Anton. Hashtag gute Besserung an Anton. Konstantin, komm mal her. Was hältst du von sowas hier? So ein Minecraft-Schwert einfach mal? Das war schon cool, oder? Wenn ein Dia-Schwert. Ein Dia-Schwert, ne? Ja, das ist geil. Ich glaube, das nehmen wir einfach mal mit. Die ist geil. Die ist geil. Ah, aber halt, ich weiß, die hatte ich schon mal. Die funktioniert nicht so ganz gut. Die ist ein bisschen kaputt. Dann die hier. Boah, Alter, die sieht krass aus. Ja, lass die nehmen. Wie viel kostet die? Kostet die nur 16,99 Euro? Nee, die kostet 17 Euro. Das stimmt. Okay. Die nehmen wir schon mal. Okay. Und wir brauchen noch Pfeile. Das stimmt. Wir brauchen 80? Wir brauchen so Mega-Pfeile. Sind das nicht die da? Die hier, 200. Aber warte mal, da sind doch so große Pfeile drin, oder nicht? Alter, da kommen so richtig dicke Pfeile rein. Dann brauchen wir die da, oder? Ja. Ultra-Dinger sind die, oder? Ja, dann nimm mal zwei mit. Hast du noch eine Idee? Ich glaube, die zwei Sachen reichen ja hier schon mal bei Schmie, oder? Ja, Kevin, ich glaube, wir haben hier schon genug. Wir müssen auch noch zum Süßigkeitenladen und zu anderen Sachen. Okay, ja, wir haben eine geile Waffe, das Minecraft-Schwert, Schüsse. Freunde, ich würde sagen, das ist doch schon mal... Zur Kasse. Genau, das ist schon mal eine ganz gute Ausbeute. Wir gehen erstmal zur Kasse und bezahlen erstmal alles, oder? Ich will einmal... Oh, da muss ein Ball ausprobiert werden. Oh, Juhu. Shit. Oh, mein Gott. Kacke. Freunde, wir gehen zur Kasse. So, Konstantin, gute Ausbeute, ne? Ja, die Shotgun und ein Minecraft-Schwert. Kevin, das ist aber noch nicht genug. Wir müssen jetzt noch mehr Sachen kaufen. Und zwar Takis. Takis? Ja, Käse Vulcano und Blue Heat. Okay. Die mag Anton immer ganz gern. Das stimmt. So, Konstantin, du hast vorgeschlagen, wir müssen unbedingt zu Alpa, zu Candy Palace. Ja. Wir sind wieder da. Freunde, Candy Palace. Denn, was wollen wir hier machen?
Anton Takis kaufen, eine große Tüte Blue Heat und noch Prime. Vielleicht gibt es ja auch noch sein Anton-Getränk, dann nehmen wir ihm das auch noch mit. Denn, Freunde, ihr wisst ja, wenn wir schon Anton eine Freude machen wollen, dass es ihm besser geht, dann müssen wir natürlich auch bei Candy Palace vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Ja, warte, ich stürme den Laden. Wir müssen erstmal vorne Alper vernünftig Hallo sagen, weil das sind nämlich hier Cheffe. Geh mal einmal hin, der kennt dich ja noch gar nicht. Hallo. Hi. Wer bist du denn? Ich bin Konstantin. Konstantin? Ja. Wow. Anton ist krank. Okay, der ist wahrscheinlich erkältet, wa? Ja. Ja, wie jeder andere derzeit auch. Deswegen immer warm anziehen, ja? Ja. Tee trinken, vielleicht vor dem Schlafen gehen, tut auch nicht schlecht. Mhm. Ne? Wie kann ich dir überhaupt weiterhelfen? Also, wir brauchen einmal eine große Tüte Takis. Und gibt es noch Anton? Anton? Anton-Getränke. Seit dem letzten Besuch von Anton ist Anton... Okay, dann nehmen wir halt Prime für ihn. Also, Konstantin, das hast du schon ganz gut gemacht. Also, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen eine große Packung. Ja. Zeig mal, wie groß. Zeig mal einmal vom Boden. Zeig mal, wie groß. So, na, noch größer. Frag mal Alper, frag ihn mal, ob du so eine große Packung Takis kann kriegst. Kann ich so eine große Tüte Takis bekommen? Boah, ich wünschte, ich könnte so eine große Taki auch anfassen, aber ich bin selber nicht so groß. Aber weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen Queso Vulcano. Ja, ich hab's gesehen. Hol mal erstmal eine Packung Queso Vulcano da raus. Ich würde sogar sagen, Anton braucht zwei. Dem soll schnell wieder besser gehen. Dann so. Geht's ihm viel besser. Und dann nehmen wir noch eine große. Nee, ich weiß, er mag aktuell die Queso Vulcano lieber. Deswegen nehmen wir eine kleine Packung Blue Heat mit. Kommst du da auch ran? Genau, und guck mal hier. Die sind neu. Das sind so neue Takis. Barbecue Blast. Barbecue Blast. Ich weiß nicht, ob man die mag. Das sind doch gar keine Takis, das sind Chips. Nehmen wir die auch einfach mit. Und noch einen für ihn, einfach Prime. Prime. Grün gibt es gerade ganz schön. Wir haben tatsächlich jetzt hier nur noch grünes Prime, Freunde. Ihr seht, die Anton-Getränke sind einfach komplett ausverkauft. Ja, ich bin wirklich mir das Geld. Alle weg. Okay, dann würde ich sagen, hole ich Anton jetzt einmal kurz Prime da oben runter. So, hältst du es mal einmal? Oh. Und Takis Fuego, dass er dich mag. Willst du mir eine kleine Takis Fuego auch mitnehmen? Warte, nimm mal die Flasche, bitte. Zeig mal. Dreh dich mal um. Ah. Aber ich habe noch eine Idee, was wir ihm noch holen. Er mag doch diese Nudeln hier ganz gerne. Welche Nudeln? Die da? Alper, weißt du noch, welche Nudeln Anton ganz gerne mochte? Die pinken hast Nudeln? Hast du die pinken? Die hast du, glaube ich, gar nicht Nein, mehr, Nein, die sind wieder ausverkauft. Ich poste heute, dass morgen pinke da sind. Übermorgen sind sie alle weg. Das heißt, wir haben nur noch die pinke Soße an sich, ne? Ich habe nur noch die pinke Soße da. Aber die kann man auf Nudeln drauf machen, Definitiv. Oder? Das ist ja genau das Gleiche wie der... Oh, nee, wir machen das anders. Tu die nur mal hin. Ich glaube, davon hat er noch relativ viel. Aber von den Rice Krispies hat er nichts mehr. Die müssen wir unbedingt mitnehmen. Bringst du das schon mal einmal zu Alper zur Kasse? Oh, Junge, ich bin Sag ihm, du bezahlst heute, ne? Ich bezahl nicht. Kevin bezahlt alles. Aber ich habe doch gar kein Geld mehr. Doch. Du hast 1 Million Euro auf Konto, also du bezahlst. Okay, dann nehme ich noch mal Rice Krispies mit dazu. So, und das möchtest du jetzt alles haben für Anton, ne? Ja, aber er muss kaufen. Alles auf den Nacken. Warte, ich möchte dir einmal Nackenklatscher geben. Aua. Alles auf seinen Nacken. Alper, dann nehmen wir das einmal alles bitte. Und Konstantin bezahlt. Haha! Nein, ey! Sonst mache ich das Trick gegen dich. Was soll das denn? Schauen wir mal. Aber gut, Alper packt schon mal alles ein. Freunde, und dann fahren wir weiter. Und ich habe noch eine Idee, was wir Anton gleich holen. Mc's. McDonald's, ganz genau. Und was holen wir ihm dann da? Cheeseburger, 20er Box Chicken Nuggets und Pommes. Pommes? Gute Idee. Und okay. Deinen Nacken. Und was sagen wir zu Alper? Tschüss. Bevor ich aber tschüss sage, habe ich noch ein kleines Geschenk, ja? Oh, guck mal, du kriegst sogar ein Geschenk. Das kleine Geschenk hier ist für dich. Dafür, dass du mein Gast sein durftest, zum allerersten Mal. Das sind Smarties oder Skitties. Ich weiß es nicht, deswegen ist es auch verpackt. Lass dich überraschen später. Und das hier, Anton, oh. Das ist für dich. Oh, Anton, ich bin sehr gespannt. Wir packen es ihm auch hier einmal mit ein. Das kommt hier mit in seine Tüte rein. Und jetzt fahren wir weiter, ne? So, Konstantin, wir sind am letzten Ort angekommen, wo wir unbedingt noch mal was für Anton holen müssen. Wo sind wir? Bei Mc's. Ja, Mann, Freunde, hier ist McDonald's. Und wir haben ja auch gerade schon im Auto überlegt, was wir Anton gleich holen wollen. Beziehungsweise auch gerade schon bei Candy Palace. Willst du das gleich bestellen? Ja, aber du musst bezahlen trotzdem. Oh, ich muss immer bezahlen, Konstantin. Kannst du dich mal irgendwie so einen Tanz machen, dass du Geld hast? So einen Geldtanz? Ist das der Geldtanz? Ja. Boah, Kevin, ich glaube, wir nehmen Mc's Smart Menü. Da sind 2 Cheeseburger dabei. Kommst du da überhaupt an? Okay. Cheeseburger.
zu ihm? Was mag er? Cola? Nee, du weißt doch, was er mag. Fuse Tea. Zur Bestellung hinzufügen. Und jetzt noch eine Pommes. Eine Pommes? Aber Pommes ist nein, da schon mit bei. Nein. Du weißt doch. Oh. Ich gebe dir mal einen Tipp. Es ist ich ein weiß, Dessert. Ich weiß, sei noch leise. Ich weiß doch. Okay. McFlurry Oreo. 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 Dreimal Oreo. Und Boom. Oh, das ist aber ganz viel Oreo. Weißt du, was noch fehlt? Quetschi. Wir müssen für ihn. Alt. Wir müssen für ihn einen Cookie mit dazu bestellen. Das sind alte Cookies. Aber das wird jetzt ein super Cookie sein. Weil, pass mal auf, wir machen jetzt den Cookie. Das ist der Cookie-Tanz. So, und jetzt pass mal auf. Und jetzt nehmen wir nochmal für Theo, für seinen kleinen Bruder, nehmen wir nochmal mit Cheeseburger, mit Pommes, mit Mayo und Orangensaft. Und wir nehmen Fruchtquatsch. Und was haben wir jetzt alles für ihn? Das, das, das und das für Theo. Und wir haben dreimal Oreo in... Das stehen aber nur zweimal. Aber es sind dreimal. Okay. Oh, ich gebe dir jetzt einen Zauberspruch. Wenn du den dahin sagst, dann wird das bezahlt. Soll ich dir sagen, wie der geht? Ja. Der heißt Simsalabim Kevin bezahlt. Simsalabim Kevin bezahlt. Mach das mal. Simsalabim Kevin bezahlt. Simsalabim Kevin bezahlt. Kevin, mach mal Augen zu. Hat doch funktioniert, Kevin. Guck doch. Hä? Alter. Hä? Hast du das jetzt mit deinem Zauberspruch bezahlt? Was denkst du denn? Okay, dann einmal nach vorne und dann müssen wir einmal warten, bis das... Oh, wir nehmen noch so einen Luftballon mit. Komm, oh. Nimm mal so einen Luftballon für Anton. Warte, für Theo auch. Zwei. Wir nehmen einen für Theo, einen für Anton. Okay, Freunde, wir warten eben kurz auf das Essen. So, Konstantin, wir sind angekommen. Anton ist jetzt gerade noch oben in seinem Zimmer. Ich würde sagen, wir tun schon mal unten im Wohnzimmer alle Sachen hin von Mc's. Ne, du hast ja hier die fette Tüte, und hier die Luftballons und oben den riesigen Oreo McFlurry. Und dann gucken wir mal, was er sagt, oder? Aber denk dran, noch nicht verraten, dass wir noch andere, Geschenke haben. Hallo Theo! Was geht, Großer? Hallo! Na, so Großer, was machst denn du eigentlich gerade hier? Puzzle. Puzzle? Und Anton geht's heute nicht so gut, ne? Aber weißt du was? Wir haben eine Überraschung für ihn. Willst du Anton gleich mal runterholen? Wir haben auch eine Überraschung für dich. Ja. Freunde, wir bauen einmal kurz alles auf für McDonald's und dann holen wir Anton. So, Jungs, ihr seid da jetzt ja gerade noch fleißig am Puzzeln. Aber Theo, ich habe jetzt eine Aufgabe für dich. Willst du einmal Anton holen? Ja. Freunde, ihr seht, da haben wir schon einmal alles platziert. Das ist Antons Essen, das ist Theo sein Essen. Theo hat extra jetzt noch nicht Bescheid gesagt. Hallo Champion! Moin! Na, ich gebe dir jetzt mal nicht die Hand, ja? Aber guck mal, was wir dir hier mitgebracht haben. Danke. Willst du was essen? Gleich. Ja? Oh Mann. Von 1 bis 10, wie geht's dir? 6 oder 7. Schlecht oder gut? Schlecht. Oh. Freunde, ich würde sagen, Anton, guck dir aber mal unbedingt an, was du hier... Guck mal erstmal an, was du hier drin hast, bevor du gleich isst. Ja, das ist doch klar, was das ist. Cookie. Ja, ich habe sogar extra... Wir haben echt neu bestellt. Wir haben extra gesagt, dass wir 9 wollen. Und guck mal, weißt du, wie viel... Hier ist 3-mal Oreo drin. Habe ich 3-mal reingemacht. Geil. Und guck mal, was du da drin hast, in deiner großen Tüte. Pommes und 2 Cheeseburger. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Freunde, ihr beide esst jetzt erstmal ganz kurz und dann... Gucken wir mal, was da noch passiert, oder? Ja. Und jetzt kommt der Test. Wir haben extra Abstand, Freunde. Und wie ist der Cookie? Ist der neu? Ja. Echt jetzt? Haben die es hingekriegt? Und du musst gleich auch Oreo-Eis probieren. Ja. Probier das mal. Zeig mal, wie viel Oreo da drin ist. 1 bis 10. Oreo. Oreo? Mhm. Ich würde sagen, der werte Herr isst jetzt noch mal kurz auf. So, also Jungs, ihr seid fertig mit Essen. Ja. Anton, 1 bis 10, wie war's? 10 Milliarden unendlich. 10 Milliarden unendlich? Ja. So, und jetzt musst du mir einen Gefallen tun. Der Oreo war geil, da war so Oreo drin. Ja, wie viel Oreo war im Oreo-Eis drin? Zeig nochmal. So. So. 1000. Okay, aber Anton, also, ihr müsst jetzt beide einmal die Augen zumachen. Augen zu. Warum? Augen zu. Mach die Augen zu, Junge. Okay. Theo, du auch. Prüf mal einmal, ob sie die Augen zu haben. Guck mal. Was kissen sie da drüber? Okay, Freunde. Und kissen drüber. Ja, so ist perfekt, Anton. So, Konstantin, wir haben hier die ganzen Sachen. Ich habe das Schwert, du gehst vor, okay? Aber noch nicht gucken, Jungs. Augen zulassen. Hab ich. Also, Konstantin, wir haben alles hier platziert. Guckt euch das mal an, Freunde. Hier, da, noch nicht gucken. Anton, mach Augen auf. Du darfst Anton, gucken. Für dich. Hm? Hä? Und es gibt sogar noch neue Takis für dich. Hä, was ist das? Das sind Barbecue-Takis. Das sind Takis-Chips. Oh mein Gott. Hä, wo hast du das? Und Anton, guck mal hier. Guck mal, die Riesen-Nerf. Alter! Oh, 2 Tüten. Und einmal Takis Blue Heat. Und da
Eimer. Und ich habe letztens gesehen, als ich dein Zimmer durchsucht habe, Crispies sind alle. Ja. Anton, du musst gleich mal einen testen. Und das hier ist übrigens von Alper. Das hat er dir extra geschenkt. Ich koste jetzt. Und eigentlich nicht so schlimm. Oh, du hast ihn gerade noch kranker gemacht. Siehst du das? Boah, sind die Sachen. Oh, ich glaube, er mag sie doch nicht. Okay, Anton, was sagst du dazu? Fortnite Battle Pass. Guck mal, wie groß die Waffe ist. Ist das eine Pumpgun? Ja! Die macht Ultra-Bumm, die hat mega Dinger da vorne drin. Ich mach jetzt. Mach Alpa auf. Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Warum nicht? Und? No! Oreo. Du musst das aufreißen. Reiß auf. Oh, das Diamantschwert! Eine Pumpgun! Junge, was ein Alter, ey! Warum greifst du mich an? Du musst die jetzt laden, mach voll Schuss rein! Mach rein und knall Konstantin ab, Junge! Bam! Wow. Anton, gefallen dir deine Sachen? Ja! Wirst du damit schnell wieder gesund? Ja, jetzt. Also, Anton, ich würde sagen, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Wenn es dir besser geht, musst du mir schreiben, ja? Ja. Weil du musst wissen, Konstantin hat noch ein Date. Du musst ihm alles Gute für sein Date wünschen demnächst. Wann? Das verraten wir noch nicht. Anton, beendest du das Video? Schreibt da den Hashtag Eierkopf in die Kommentare.